3 Buffets, 6 Fondue-Sorten, 2 Zimmer mit Süßigkeiten und immer noch kein Cupcake-Brunnen! Na gut, die Erdnussbutter-Pralinen-Crunch-Riegel haben wir. Die standen zwar nicht hier drin, aber sie waren super köstlich. Ah, das stimmt. Gibt es noch welche? Oh, nur noch einen Monat, Chestnut. Länger brauchen wir nicht. Ich tue alles, um den Zeitplan zu halten, aber bei so vielen Rückschlägen schaffen wir es einfach nicht. Kannst du denn nicht nur noch einen einzigen Monat bleiben? Das ist inakzeptabel! Aber wo sind meine importierten Erdnussbutter-Pralinen-Crunch-Riegel? Ich glaube, wir sollten jetzt lieber weiter nach dem Cupcake-Brunnen suchen. Ihr hättet die Reliquien sehen sollen. Die waren der Oberwahnsinn. Ah, Ruhe am Set, bitte. Sorry, vielleicht werfe ich doch noch mal einen kleinen Blick drauf. Und Action! Was ist denn hier passiert? Gestern war mit dem Vulkan doch alles in Ordnung. Das wirft uns um Wochen zurück. Sie sind fort! Sie sind fort! Was denn? Die Reliquien! Ich wollte sie mir nur noch mal ansehen. Und weg waren sie! Das durfte einfach nicht passieren. Was sollen wir nur tun? Kann die Requisite denn nicht vielleicht einfach neue machen? Nein, Ecke Yearling hat diese Reliquien persönlich abgenommen. Wir könnten zwar neue anfertigen, können sie aber erst benutzen, wenn Miss Yearling sie genehmigt hat. Man sollte meinen, es wäre leicht, jemanden zu finden, der den ganzen Tag schreibt. Aber Miss Yearling ist unsagbar schwer zu finden, wenn man sie braucht. Aber es kommt wieder alles in Ordnung, oder? Chestnuts Vertrag bei uns ist fast ausgelaufen und dann kracht dieser Vulkan zusammen und jetzt das. Ich fürchte, wir müssen die gesamte Produktion stoppen. Aber dieser Film muss beendet werden. Denken Sie an die Daring Do Fans, wie enttäuscht sie sind, wenn sie ihn nicht sehen können. Sind Sie sicher, dass Sie nichts tun können? Tut mir so leid. Entschuldigt mich bitte. Wir waren gerade da, da gab es ein Problem mit dem Kostüm. Und plötzlich bricht ein Set in sich zusammen. Jetzt wurden auch noch die wichtigsten Requisiten gestohlen. Ich glaube nicht, dass das alles nur Zufälle sind. Ich auch nicht. All die Dinge, die schiefgegangen sind, halten die Produktion auf. Da scheint sich jemand ziemlich viel Mühe zu geben, dass der Film nicht fertig gedreht werden kann. Aber wer würde denn... Oh nein, ihr denkt doch nicht. Nein, ganz sicher nicht. Als Rarity und ich Chestnut vorhin in ihrem Trailer besuchen wollten, haben wir gehört, wie sie laut verlangt hat, dass dieser Film eingestellt wird. Naja, sie sagte, es solle aufhören. Aber meinte sie damit wirklich diesen Film? Vielleicht ist sie wütend, dass die Erdnussbutterpralinen-Crunch-Riegel ausgehen. Bon Mott Erdnussbutterpralinen-Riegel? Ja, genau die! Wir, haben vielleicht auch ein paar davon gegessen. Wir haben das Papier auf dem Vulkanset gefunden, bevor es zusammenfiel. Wie es aussieht, scheint genau Chestnut Magnifico die Person zu sein, die hier alle Probleme verursacht. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt oder was das soll. Aber wir müssen dringend die Reliquien wiederfinden. Ja, richtig. Die Reliquien waren vorhin noch hier. Und wenn Chestnut wirklich hinter allem steckt, müssen sie sich noch immer hier irgendwo befinden. Chestnut Magnifico ist eine große Schauspielerin. Sie würde nie so etwas Dramatisches tun. Eine Schauspielerin? Dramatisch? Niemals. Naja, vielleicht will sie auch nur aus dem Vertrag für einen Film raus, in dem sie gar nicht mitspielen will. Kommt, Fluttershy, Pinky, Spike und ich folgen Chestnut Magnifico und sehen, was wir herausfinden können. Gut, auf geht's! In der Zwischenzeit suchen wir die Reliquien. Wo sollen wir denn anfangen? Es gibt hier keine mysteriöse Diebesperson mit einem Umhang, zu der wir sagen können, hey, wo hast du die Reliquien versteckt? Du meinst so eine Person wie die?